Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. So, wir werden jetzt den Restarbeiten flügen nacharbeiten. Dann werden wir gleich schauen, dass wir die beiden Seemaschinen herbekommen. Und einen Verband aussehen. Aber es kann sein, dass wir es nicht gerade schaffen werden. Das wird nicht fertig jedenfalls. Dazu ist es zu viel, zu weit weg und vorzubereiten. Das ist wichtig. So. Die Erkältung machen wir auch noch zu schaffen. Ein bisschen zu weit ausgeholt. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückarbeiten. Diese Straße. Ein bisschen mehr nach links fahren, dann kriegen wir noch einen Ritt fertig. Sauber. So, dann können wir den stehen lassen. Und dann können wir den auch nebenher zum Tag streuen, beziehungsweise Dünger streuen nachher. Dann werden wir auf Feld 13 noch fertig kalken. Dann kann da der nächste Aussaat gemacht werden. Naja, aber nicht mal einen Tag geschafft heute. Aber die Nächte werden wir schnell vorspulen. Mit 60 ungefähr. Nur um 0 Uhr. So ein bisschen langsamer fahren. Damit er den nötigen Berechnungen durchführen kann. So, den lassen wir hier stehen. Stellen wir mal auf den bei der Tankstelle hin. Ach, hier kann man verkaufen. Dach beschädigt, naja. Versicherung zahlen. So, 12 ist sogar gut gedüngt. Auch kein Kalk rein, das ist gut. So, jetzt noch Sack rein. Zu schnell. Apropos. Wollt man nicht umrüsten? Auch noch Breitreifen nehmen? Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Oh ja, verlinkt. So. Standard, Radgewichte, Breitreifen. Puma, 270 PS, das passt. Frontlader auch, boah, achso, das klingt noch nicht. Und da fällt das Gewicht. So, jetzt brauchen wir Dünger.
Dünge, Dünge, Dünge. R. Wir müssen aufmachen hier. Er ist voll. Der Laderaum ist voll. So, jetzt fahren wir Richtung Feld 12. Und werden das dann gleich vorbereiten. Den Kurs werden wir speichern. Also nächste Woche noch weitermachen können. Also ich nächste Woche. Für euch sind morgen. So. Also das bereiten wir jetzt vor. Ups. Alles hinstellen. Alles einstellen. Und dann beide zur gleichen Zeit mehr oder weniger starten. Und nicht einsteigen, einstellen und dann starten. Nächster gleiche. Ne, wir machen das mal alles komplett fertig. Und dann starten wir erst kurz miteinander die Reitraktoren. Das tun wir uns leichter. Bin steil. Drückt die reine Rippe. Muss man am Bauch liegen. Ja, hier Feld 12. Kalk muss dann nochmal fern. Kalk. Ja, viel, viel Arbeit. Später wird es ein bisschen ruhiger, weil nicht alles so einmal reif wird, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls. Hopfen wird die wohl später. Was haben wir jetzt hier eingesehen? Afrikale. Vorgesehen. Afrikale. Da fangen wir hier vorne an. Das ist der erste. Mal aus. Der war auch noch ein bisschen Saatgut. Und wir stellten noch die Kabel. Und das habe ich auch schon geschafft. Ein Feld, zwei Früchte einstellen. Am nächsten Tag sehe ich das bei der Übersichtskarte. Oh, da ist ja was verkehrt. Ja. Dann habe ich noch normal eine Tour fahren müssen. Da hatte ich Sonnenblumen eingelegt gehabt. Und mit drei Maschinen. Und eine Maschine hat Gerste gehabt. Das sieht man ja auf der Übersichtskarte dann sehr deutlich. Also ein Takt, eine Prinzip. Ja, dann muss ich normal fahren. Das war auch so eine Aktion mit Verband fahren mit vier Fahrzeugen sogar. Das Feld war ein bisschen größer. 38 Hektar. Ist schon eine Hausnummer. Das ist ein bisschen steil geraten. Das müsste ein bisschen anderen Winkel haben. Ja, da hat er noch eine Kante drin. Ich meine, ich will auf den Erdball sowieso verzichten normalerweise. Da ich hätte dann nur dann eine Wirkung, wenn er irgendwo auch komplett umschließt und nicht nur ein Teil. Also wenn irgendwo Wasser kommen würde, ne, würde er vorne beim Ort durchlaufen. So, da haben wir die zweite Maschine. Wir werden es mit einem einfach einen Kurs brechen lassen und dann mit anderen einfach kopieren. So, das heißt, das ist unser zweites Fahrzeug. Den stellen wir dahinter. Muss nicht so genau sein, aber so ungefähr. Und zwar so weit weg, dass der andere, wenn er startet und aufklappt, sich nicht wie beim anderen Traktor das dann blockiert. So, wir starten das. Wir gehen mal auf Feldarbeit, Kursgenerierung. Und hier ist ganz wichtig, für 12 und zuerst. Vorgewende machen wir ruhig. Wir machen ruhig 4 insgesamt, also pro Traktor 2.
tut sich leichter beim Wenden. So, Fahrzeuge aus diesem Typs sind 2. 15 Meter, das passt schon. So, weich passt auch. Rundherum. Das ist wichtig. 2 ist wichtig. So, generieren. Sind schon alles schön groß. Wegen Fahrzeuge. So, jetzt ist wichtig, dass der erste links beginnt. Deaktiviert. Ersten Wegpunkt. Hier. Aktiviert. Stehen lassen. Den zweiten auch einstellen. Da werden wir einfach den Kurs kopieren. So, das heißt von der Entfernung her, das muss ja ganz dicht sein. Also der passt nämlich genau hin. Kopieren. Jetzt ist das weit auch fertig. Feldmodus. Und das muss rechts sein. Deaktiviert ist glaube ich richtig. So. Aktivieren. 100% aktiviert. Ja, das mit Autoreiter und so ein Punkt, das ist aber immer sehr nebensächlich. Jetzt ist alle Startler, nur noch einsteigen und ihn auf Starten stellen. Und zwar einstellen. Weil die sollten nach Möglichkeit keine riesen Abstände haben. Einstellen. So. Aktiviert. Wenn er startet, müssen normalerweise 2 erscheinen. Warum der jetzt wartet, weiß ich nicht genau. So, jetzt wartet er auf den Abstand von 100 Meter. Er hat jetzt 70, 75, also das kann man hier weiterlesen. Und sobald hier 100 steht, fährt er auch los. Mir wichtig, normalerweise ist es noch besser, wenn die eine stärkste Maschine hinten arbeiten würde, damit das eine abhauen kann, weil scheint der andere schneller zu fahren, scheint 1 km/h fast. Weil nachher ist es entscheidend, weil der fährt jetzt näher rechts und da wo ich jetzt drin sitze und gucke, da der Rücken steht und wartet. Deswegen ist das Verband aktivieren so extrem wichtig. Und jetzt geht nämlich los, aha, er kann nicht aufschließen, weil er jetzt im Weg steht. Jetzt würde er im Prinzip abbremsen. Das hat er, gesehen, zack, und könnte her. Also reell in der Landwirtschaft würde man dann sagen, okay, man macht erst die Feldreihen fertig, weil wenn sie über ihre eigene Vorgewände rüberfahren, ist das ja immer schlecht. So, wir gucken mal um den Kalkscheuer. Der war nämlich leer. Einstein. Lassen. Noch dazu. Denn der wartet auch schon hier. Am Anfang kannst du arbeiten. Den starten wir erst nächste Woche. Jo, Entschuldigung. Glück gehabt. Verbandfahren ist immer deswegen so wichtig, weil man ist halt schneller fertig. Je größer die Felder sind, umso wichtiger ist man, dass man Verband fährt. Um das in einer kurzen Zeit auch schaffen zu können. Man könnte natürlich auch sagen, okay, wir fahren auf Stufe 1 und lassen ein bisschen mehr Zeit.
Im Gegner auch. Aber dann kommen wir ja nicht vorwärts. Also die Gischpritze müsste dann mal weg. Das ist ungünstig. So, auch eine Weile. Ja, die beiden arbeiten gut. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall. Der ist auch fertig. Naja. Ja. Ist fertig. Er wollte wenden, aber. Geht ja nicht. Das Feld, das könnten wir mit der 17 zusammenlegen. Wir werden so wenn diesmal Holz machen wollen, müssen, dürfen. Ein bisschen aufholen. Ja, den möchte ich noch mit Bäumenpflanzen machen. Damit wir rechtzeitig neue Bäume kriegen. Ach, über früher Wasser gewesen, ne? Ah, nee. Diese Ficker hat gehustet. Entschuldigung, Mann. Sonst hier ist kalt. Kann der Helfer machen. Sandia. So, 13 den Rest machen. Dann kann er auch der Helfer machen. Ich mache das hier nur immer nur einen Kalkstreuer, weil ich nachher sehe, oh, die sind ja alle voll und ich kann nicht düngen. Ich mit Dünger arbeiten. Leute, Gas geben hier. Zeit muss schaffen heute. Wir müssen den Kurs noch speichern, weil ich meine, da kann man auch zur Not sein, machen dann hinterher einen normalen Helfer. Aber klappen wir mal auf, ne? Dann nutzt auch nichts, wenn wir anderen speichern. Auf die 12. Das ist Feld, das Aussaat. Die FG nicht.
Kopie. So, speichern. So, liebe Stauber, das soll es heute gewesen sein. Wie das denn ausgeht mit dem Aussatzkurs, sehen wir dann nächste Woche. Beziehungsweise morgen. Bei mir nächste Woche. Dann seid mal tschüss und winke, winke, schau, schau, schau. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, ciao.